Guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst und ein besonderes Willkommen an die, die heute besuchen. Wir feiern heute das Heilige Abendmahl. Alle sind dazu herzlich eingeladen. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Einen herzlichen Gruß von Angelika, die heute leider nicht hier sein kann. Sie wünscht uns einen gesegneten Gottesdienst. And now I'd like to thank our team for presenting the German service today, starting with Susan. We'd like to thank Reverend Nissen for providing our communion service, Esther, our organist, Jessica, our videographer, Roy, our sound man. Especially, we'd like to thank Waldemar Frank. He will be giving us the sermon today. Liebe Gemeinde, der Umgang mit irdischen Dingen wird in den heutigen Lesungen zu Prüfstein des Glaubens. Drei verschiedene Perspektiven werden entfaltet. Der Prediger entfaltet, dass alles eitel ist, weil der Mensch nicht ewig lebt. Paulus predigt die Gelassenheit im Umgang mit Begierden. Jesus schließlich erzählt die Geschichte vom reichen Kornbauern, der glaubt, seine Zukunft absichern zu können und schon am nächsten Tag vom Tod eines Besseren belehrt wird. Der Tagespsalm fasst zusammen. Auch die Weisen sterben, sowie die Toren und Narren umkommen. Sie müssen ihr Gut anderen lassen. Wir stehen bitte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Unser Sündenbekenntnis finden wir am Seite 13. Lasset uns Gedanken unserer Unwürdigkeit und vor Gott bekennen, dass wir gesündigt haben, mit Gedanken, Worten und Werken. Auch aus eigener Kraft uns von unserem sündigen Wesen nicht erlösen können. Darum nehmen wir zur Zuflucht zu der grundlosen Barmherzigkeit Gottes, unseres himmlischen Vaters, begehren Gnade um Christi willen, und sprechen, Gott sei mir Sünde gnädig. Der mächtige Gott erbarme sich uns, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Nimm von uns her unsere Sünde und verleihe uns, dass wir mit lauterem Herzen und reinen Lippen diesen Gottesdienst begehren, und dich preisen. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen. Bitte sitzen. Wir sitzen uns und singen zusammen das Lied Morgenglanz der Ewigkeit, Nummer 349, Strophe 1 bis 3. Thank you.
Unser Eingangspsalm finden wir gedruckt in unserem Zettel, Psalm 49. Höre zu, alle Völker, merket auf, alle, die in dieser Zeit leben. Einfache Leute und Herren, reich und arm miteinander. Mein Mund soll Weisheit reden, und was mein Herz sagt, soll verständig sein. Ich will einem Spruch mein Ohr neigen und mein Rätselwort künden beim Klang der Harfe. Warum sollte ich mich fürchten in bösen Tagen, wenn mich die Missetat meiner Widersacher umgibt, die sich verlassen auf Hab und Gut und pocken auf ihren großen Reichtum? Kann doch keiner einen anderen auslösen oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben? Denn es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen. Er muss davon abstehen ewiglich, damit er immer weiter lebe und die Grube nicht sehe. Nein, er wird sehen, auch die Weisen sterben, so wie die Toren und Narren umkommen. Sie müssen ihr Gut anderen lassen. Gräber sind ihr Haus immer da, ihre Aufwohnung für und für, und doch hatten sie große Ehre auf Erden. Ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben, sondern muss davon wie das Weh. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und von Ewigkeit zu einmal vom Anfang. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Christi eleison, Christi, erbarme dich. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried den Menschen ein Wohlgefallen. Allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Darum das Gut und sei mit euch und mit deinem Geist. Wir stehen bitte. Lasst uns beten. Gott, du gibst alles, was wir zum Leben brauchen. Du schaffst und erhältest unser Leben Tag um Tag. Lass uns an deiner Gnade Genüge haben, mit den Gaben, die du schenkst, Gutes tun und in Demut der dienen. Durch Jesus Christus,
in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Bitte sitzen, wir würden unsere Lesung. Die erste Lesung steht im Buch des Predigers. Es ist alles eitel, sprach der Prediger, es ist alles ganz eitel. Ich, der Prediger, war König über Israel zu Jerusalem und richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu suchen und zu erforschen bei allem, was man unter dem Himmel tut. Solch unselige Mühe hat Gott den Menschenkindern gegeben, dass sie sich damit quälen sollen. Ich sah an alles tun, das unter der Sonne geschieht. Und siehe, es ist war alles eitel und Haschen nach Wind. Und mich verdroß alles, um das ich mich gemüht hatte unter der Sonne, weil ich es einen Menschen lassen muss, der nach mir sein wird. Denn wer weiß, ob er weise oder töricht sein wird und soll doch herrschen über alles, was ich mit Mühe und Weisheit geschaffen habe unter der Sonne. Das ist auch eitel. Da wandte ich mich dahin, dass ich mein Herz verzweifeln ließ und an allem, was das ich und Güte unter der Sonne. Denn es muss ein Mensch, der seine Arbeit mit Weisheit, Verstand und Geschicklichkeit mühsam getan hat, es einem anderen zum Erbteil überlassen, der sich nicht darum gemüht hat. Das ist auch eitel und ein großes Unglück. Denn was kriegt der Mensch von aller seiner Mühe und dem Streben seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Alle seine Tage sind voller Schmerzen und voller Kummer ist sein Mühen, dass auch sein Herz des Nächsten nicht Ruhe findet. Das ist auch eitel. Hier endet die Lesung. Die Epistel steht im Brief Paulus an die Kolosser, der 3. Kapitel. Seid nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist. Wo Christus ist, sitzt zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbart sein, mit ihm in Herrlichkeit. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solche Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr sonst einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber leget ab, alles ab von euch. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerungen, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, beschnitten oder unbeschnittener, nicht Grieche, Sklave, Freier, sondern alles und in allem Christus. Hier endet die Lesung. Halleluja! Von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet den Namen des Herrn. Halleluja. Halleluja.
das Evangelium für den heutigen Sonntag steht im Buch Lukas im 12. Kapitel. Es sprach aber einer aus dem Volk zu Jesus: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all meine Korn und meine Vorrate. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! Diese Nacht wird man deine Seele vor dir fordern. Und wem wird denn gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Hier endet der Evangelium Gottes. Lord, sei dir, o Christe. Wir bekennen unseren Glauben in den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses, Seite 43. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren vor der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, ersetzt zu Richten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir sitzen uns und singen zusammen: Dir, o Höchste, will ich singen, Nummer 237, Strophe 1 und 2.
Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Christus Jesus. Amen. Wir danken Pastor Stefan Förster von der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde in St. Thomas, Heidelberg, für die heutige Predigt. Unser Predigttext aus Matthäus, Kapitel 14, Vers 22 bis 33, lautet: Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam zu Jesus. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Wir beten. Du bist der Weg, Herr, führe uns. Du bist die Wahrheit, Herr, regiere uns. Du bist das Leben, Herr, segne uns. Liebe Gemeinde, und am Abend war er dort allein, allein auf einem Berg, um für sich zu sein und zu beten. Eben noch war Jesus umringt von Tausenden von Menschen, hatte gepredigt, Kranke geheilt und schließlich dafür gesorgt, dass die Hungrigen etwas zu essen bekamen. Nun schickt er die Menschen weg. Er selbst sucht die Einsamkeit, die Stille, die Nähe zum Vater. Selbst die Jünger schickt er weg. Sie sollten mit dem Boot schon mal ans andere Ufer des Sees fahren. Auch Jesus kann nicht immer nur für andere da sein. Auch er braucht Zeiten der Ruhe, der Erholung, der Sammlung und der Zwiesprache mit Gott. Und er nimmt sich solche Zeiten. Immer wieder erlaubt er sich Auszeiten. Selbst wenn die Not groß ist und die Menschen ihm nachlaufen, ihn suchen und bedrängen. Auch wir brauchen solche Zeiten des Rückzugs. Er ist eine Bewegung, die in uns angelegt ist. Ausatmen und einatmen, geben und empfangen,
reden und hören. Oder besser noch, hören und aus dem Hören heraus reden. Sich im Hören neu ausrichten lassen auf den Weg, den Gott uns führen will. Das Ziel unseres Lebens nicht aus den Augen zu verlieren in all der Geschäftigkeit und den Anforderungen des Alltags. Dazu hat Gott den Menschen den Ruhetag geschenkt, so wie er selbst sich auch diese Zeit der Ruhe des siebten Tages gegönnt hat. Wer glaubt, das ignorieren zu können, zahlt am Ende einen hohen Preis. Inzwischen ist es Nacht geworden. Die Jünger sind mit ihrem Boot mitten auf dem See, das Boot. So erzählt Matthäus, war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Auch das gehört zu solchen Auszeiten dazu, dass ich für eine Weile die Kontrolle abgebe, loslasse. Das kann ich, wenn ich von der Überzeugung getragen werde, dass Gott schon sorgen wird. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment gar nicht danach aussieht. Die Jünger geraten in Not. Es ist dunkel. Sie sehen nichts. Der Wind steht ihnen entgegen. Und hohe Wellen machen ihnen Angst. Warum nur haben sie sich darauf eingelassen, schon mal allein loszufahren, wenn doch jetzt nur Jesus bei ihnen wäre? Aber so sind sie offenbar ganz auf sich allein gestellt. Aber sind sie wirklich allein? In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Die vierte Nachtwache, in der Bibel eine ganz besondere Zeit, auch um 2000 Jahre vor Christi in Ägypten. Die Bibel sagt uns, als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Freudensäule und der Wolke und brachte einen Schrecken über ihr Heer und hemmte die Räder ihrer Wagen und machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Da sprachen die Ägypter: Lasst uns fliehen vor Israel. Der Herr streitet für sie wider Ägypten. Und hier am See, nach der langen Nacht der Angst, bricht der Morgen der Rettung an. In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Nur, sie erkennen ihn nicht, was das ja durchaus manchmal so ist, dass Gottes Hilfe längst da ist und wir erkennen ihn nicht. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Die ganze Nacht schon hatten sie damit gekämpft, dass ihnen ein rauer Wind in ihre Gesichter blies. Sie hatten alles aufbieten müssen, damit das Boot nicht kenterte. Und nun kommt ihnen auch noch ein Gespenst entgegen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie nicht nur körperlich, sondern auch mit den Nerven völlig am Ende sind. Doch der Schreck währt nicht lang. Sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's.
fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige eine große Freude, die allem Volk widerfahren wird. So kündigt der Engel den Hirten die Geburt Jesu an. Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. So offenbart wiederum ein Engel den Frauen am Grab, dass Jesus auferstanden ist. Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. So redet der Auferstandene selbst die Frauen an, als sie voller Furcht und großer Freude vom Grab wegliefen. Es sind also schon die ganz besonderen Momente, die Momente, die alles verändern, die in dieses Trostwort eingehüllt werden. Habt Vertrauen, habt keine Angst, ich bin's, fürchtet euch nicht. Was nun passiert, fügt sich sehr gut ein in das Bild, das ich und viele andere von Petrus haben. Immer impulsiv, immer ein bisschen großspurig, immer ein bisschen zu eifrig. Wenn auch die Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Wenn auch alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Wir erinnern uns, wie Petrus später Jesus verleugnete. Sehr lange hat dieses Versprechen nicht gehalten. Hier ganz ähnlich: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Ein mutiger Satz. Eben noch voller Furcht, zu Tode erschrocken über die Erscheinung auf dem See, ist Petrus schon wieder ganz auf der Heldenspur. In seinem Glaubenseifer verschwendet er offenbar keinen Gedanken daran, ob das wirklich funktionieren kann. Kann ich wirklich auf dem Meer stehen und gehen? Wenn Jesus das kann, dann kann ich das auch. Wenn Jesus mich ruft, gehe ich los. Und so geschieht es denn auch. Jesus sprach: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Unglaublich. Es funktioniert. Doch dann geht Petrus mit seinem Glauben baden. Sozusagen. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich. Das ist ein ziemlich treffendes Bild für einen angefochtenen Glauben. Für einen Glauben, der sich im rauen Alltagswind bewähren muss und auch immer wieder scheitern kann. Wenn schon bei einem, der den Beinamen Fels hat, dann erst recht bei mir und dir. Petrus auf Latein ist Fels. Auf Latin, auf Englisch Rocky. Wir stehen im Glauben nicht da wie eine hundertjährige Eiche, breit und fest verwurzelt. Vielleicht ist das manchmal so, vielleicht fühlen wir uns manchmal so. Aber es gibt auch andere Tage, andere Zeiten. Da sind wir müde und mürbe. Da verlässt uns der Mut, weil die Herausforderungen einfach zu groß sind. Jesus tadelt Petrus. He rebukes, chides Peter. Perhaps mocking is too strong a word. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Vor allem aber reicht er ihm die Hand, hält ihn fest, zieht ihn heraus aus dem Elend seiner Angst. Der Bibeltext sagt,
Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Pastor Förster sagt, es ist genau diese Szene, die uns vor Jahren in Göttingen inspiriert hat, bei der Gestaltung unseres Altarkreuzes. Jesus, der Gekreuzigte, streckt die rettende Hand nach uns aus, und der, der zum Empfang des heiligen Abendmahls am Altar kniet, erlebt es hautnah, wie Jesus uns unter Brot und Wein in seinem Leib und Blut aus Schuld und Tod herauszieht. Es macht deutlich, wir können, was unseren Glauben angeht, nicht einfach den Motor zünden und einfach stärker und fester glauben, sondern wir brauchen den, der uns hält. Und der ist da, ist mit uns im Boot. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Amen. Bitte erhebt euch. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Unser Hauptlied folgt. Wir singen gemeinsam Nummer 230, Verse 1, 15 und 17. Verse 1, 15 und 17, Lied Nummer 230. Uns bekannt machen. Der nächste deutsche Gottesdienst findet am 28. August statt. Angelika ist im August nicht da, weil sie nach Deutschland fährt. Aber ich werde hierher und werde die Liturgie leiten. Es kann sein, dass die Predigt dann auf Englisch sein wird.
Wie Sie schon wissen, wurde unser Church Picnic auf den 11. September verschoben, also die zweite Woche im September. Ich hoffe, Sie können allen kommen. Ein Update vom Calling Committee. Sie sind mitten darin, nach einem neuen Pastor oder Pastorin zu suchen und sind gerade dabei, Bewerbungen von Kandidaten auszuwerten. Wir lassen Sie weiterhin wissen, wenn es etwas Wichtiges zu sagen gibt. Lesen Sie bitte weitere Abkündigungen in unserem Rundbrief, den Sie der E-Mail bekommen oder auch in einer gedruckten Kopie im Vorraum. Unser Dankopferlied "Wach auf, mein Herz", Nummer 348, Strophe 1, 5, 6 und 7. Unser fürbittigen Gebet. Guter Gott, in der Gemeinschaft mit dir gewinnt unser Leben Kraft und Grund. Du hörst, was uns bewegt. Du weißt um unser Gebet, noch bevor wir es aussprechen. Voll Vertrauen kommen wir zu dir. Guter Gott, wir bitten dich für deine Kirche, stärker Partnerschaft zwischen Gemeinden und mit allen Menschen guten Willens, dass wir im Dienst für die Welt deine Liebe teilen, so viel wir können. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Guter Gott, bewahre deine Schöpfung vor rücksichtsloser Ausbeutung und Zerstörung, dass die Grundlagen des Lebens auch für kommende Generationen bewahrt werden. Lehre uns Sorgfalt und Verantwortung im Umgang mit allem, was lebt. Wir rufen zu dir,
Herr, erbarme dich. Guter Gott, lass Verständnis und Gemeinschaft wachsen in Nachbarschaften, Dörfern und Städten. Segne lokale, verantwortlich engagiert Menschen, Initiativen, die zum Wohl aller arbeiten und dafür sorgen, dass das Zusammenleben gelingt. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Guter Gott, wir bitten dich für Menschen, die sich um andere sorgen, solche, die am Bett von Kranken Wache halten, solche, die den Weg des Sterbens mitgehen, solche, die Kinder und Jugendliche in schwierigen Phasen nicht allein lassen. Schenke ihnen Kraft und das richtige Wort zur richtigen Zeit. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Guter Gott, segne unsere Gemeinde, dass wir erkennen, was jetzt Not tut, wo wir jetzt gefragt sind, und uns aufnehmen von der Zukunft, der uns angegeben führst. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Nimm dich unsere Bitten an, Gott, denn du kennst Wege, wo wir nicht weiter wissen. In deiner Hand befehlen wir alle und alles. Wo wir gebetet haben, bewahren uns in deiner Liebe, durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Amen. Wir feiern jetzt das Heilige Abendmahl auf Englisch. Bitte nehmen Sie das englische Gesangbuch. Wir fangen auf Zeit 107 an. We will now celebrate Holy Communion. Please turn to the English hymnal on page 107. Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is indeed right, our duty and our joy, that we should at all times and in all places give thanks and praise to you, Almighty and Merciful God, for the glorious resurrection of our Savior, Jesus Christ, the true Paschal Lamb who gave himself to take away our sin, who in dying has destroyed death, and in rising has brought us to eternal life. And so Mary Magdalene and Peter and all the witnesses of the resurrection, with earth and sea and all their creatures, with angels and archangels, cherubim and seraphim, we praise your name and join in their unending hymn.
Holy God, holy and mighty, holy and immortal, you we praise and glory, you we worship and adore. You formed the earth from chaos, you encircled the globe with air. You created fire for warmth and light, you nourished the lands with water. You molded us in your image, and with mercy higher than the mountains, and with grace deeper than the seas, you blessed the Israelites and cherished them as your own. That also we, estranged and dying, might be adopted to live in your spirit, you called to us through the life and death of Jesus. In the night in which he was betrayed, our Lord Jesus took bread and gave thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body, which is given for you. Do this for the remembrance of me." Again, after supper, he took the cup, gave thanks, and gave it for all to drink, saying, "This cup is the new covenant in my blood, shed for you and for all people for the forgiveness of sin. Do this for the remembrance of me." Together as the body of Christ, we proclaim the Lord's death until he comes. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. With this bread and cup, we remember your Son, the firstborn of your new creation. We remember his life lived for others, and his death and resurrection, which renews the face of the earth. We await his coming when with the world made perfect, through your wisdom, all our sins and sorrows will be no more. Amen. Come, Lord Jesus. Holy God, holy and merciful, holy and compassionate, send upon us and this meal your Holy Spirit, whose breath revives us for life, whose fire rouses us to love. Enfold in your arms all who share this holy food. Nurture in us the fruits of the Spirit, that we may be a living tree, sharing your bounty with all the world. Amen. Come, Holy Spirit. Holy and benevolent God, receive our praise and petitions, as Jesus received the cry of the needy, and fill us with your blessing until needy no longer and bound to you in love, we feast forever in the triumph of the Lamb, through whom all glory and honor is yours, O God, O Living One, with the Holy Spirit, in your holy church, now and forever. Amen. Amen. Gathered into one by the Holy Spirit, let us pray as Jesus taught us. Come to the banquet, for all is now ready.
Please stand for our prayer after communion. Let us pray. Living God, through this meal, you have bandaged our wounds and fed us with your mercy. Now send us forth to live for others, both friend and stranger, that all may know your love. This we pray in the name of Jesus. Amen. God of peace, Father, Son, and Holy Spirit, bless you and comfort you and show you the path of life this day and always. Amen. Wir singen unser Schlusslied. Before we do that, let me just thank two people that aren't here today that I have to thank very much for providing so much for this service. First of all, Angelika Offenwanger. She's the one who organizes all our readings, our hymns, and of course, our great secretary, Lynette, who organizes and prints out everything that we need to provide God's message to you today. So unser Schlusslied, Großer Gott, wir loben dich, Nummer 489, Strophe 1 bis 4. Thank you.
geht in Frieden, liebt euren Nächsten. Danket dem Herrn.